Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 165 von Avorion. Ja, müsste 165 sein. Wir sind letztes Mal angegriffen worden in einem anderen Sektor. Da müssen wir jetzt gleich nach dem Intro schnell hinspringen und gucken, dass wir das Schiff dann auch rausholen, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann gehen wir mal fix auf die Karte. Es war 278. Das ist definitiv hier. In Schiff in Sektor wechseln. Wechseln. Dann gucken wir da mal Butz rein, was da los ist. Ich will hoffen, dass wir da noch frühzeitig kommen. Ich weiß auch gar nicht, ob der Craft sich da verteidigt hat oder nicht verteidigt hat, aber so wie es aussieht, ist es ruhig. Also sind genügend andere Schiffe wahrscheinlich hier im Sektor. Deswegen ist wahrscheinlich nichts passiert, denke ich mal, ne? Also der kann ja hier ganz fix fliegen, das ist ja schon mal gut, ne? Aber wofür ist er gut? Das ist die nächste Frage, ne? Der Craft. Haben wir ja schön gebaut hier, der sieht ja nicht schlecht aus eigentlich. Also fliegt ganz gut, ne? Nur das mit dem. Ah, doch, jetzt geht's. Okay. Das war nicht so doller. Da ist gerade was kaputt gegangen. Dann sollen wir vielleicht gucken, können wir sofort reparieren? Wahrscheinlich nicht, ne, weil wir gerade Damage hatten. Ne, doch, können wir reparieren. Okay, dann ist der Terror los. Die haben ihre Station wieder und wir haben jetzt gerade echt das Problem gehabt, dagegen zu knallen. Ah, da oben wackelt noch irgendwas Blaues. Haben wir noch mehr, was da irgendwo hier gegen fliegt? Nee, ne? Ich glaube nur das da hinten, ne, oder? Fliegen wir doch mal schnell dahin und gucken, was das ist, oder? Spritquelle wurde bezahlt. Das war unsere Mine sozusagen, unser Ölrig. Also hier gab es wohl Schiffe, die gekämpft haben. Ja. Ist die Frage, ob wir es überhaupt aufsammeln können, ne? Sieht wohl so aus. Distanzreparaturlaser und Nobelverteidigungslaser, okay. Metallschrott haben wir da auch gekriegt. Gut, nee, das war falsch. Ich wollte auf der Karte, wollte eigentlich zurück in das andere Schiff, einfach aus dem Grunde, weil wir gucken müssen, dass wir das reparieren, ne? War das der Miner 1? Nee, der Miner 1 war das nicht. Hier, der war das. Traveler. Zu Traveler wechseln. Ja, dann gucken, dass wir den repariert kriegen, ne? Letztes Mal ging das nicht, oder? Was fehlte uns da? Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwelche Ressourcen waren zu wenig, ne? B wollte ich haben. Und Reparatur. Du benötigst 52.000 Eisen, die hätten wir. 13.400 Titan hätten wir. 52.000 Naonit hätten wir. Trinium fehlt uns. Genau so ist es. Das heißt, wir müssen gucken, dass da irgendwo irgendwer Trinium abbauen kann. Der Miner 1, was macht der? Der sitzt da. Was hat er für einen Auftrag? Abbauen. Aber Trinium ist dabei. Na, da müssen wir nur warten, sozusagen. Das ist auch doof, ne? Credits, Besatzung für Lady wurde bezahlt. Aus Reiter 3. Ist die Frage, was die alle können oder nicht können, ne? Solltet ihr da auch abbauen?
keine Bergbauausrüstung, also der kann es nicht sein. Albatros. Hat Albatros das Entscheidende? Auch leider nicht. Keine passenden Gerätschaften. Der Craft, der wird ja wahrscheinlich auch nicht das haben, oder? Ah, doch. Der Craft hat... So, dann wollen wir das hier mal machen und das hier. Und Eisen. Ach, im Endeffekt kann der ruhig alles einsammeln. Wir erhöhen noch die Zeit. Kriegen wir noch ordentlich Nanonit. Naja, das passt schon so. Lassen wir arbeiten. Was haben wir hier? Kann der was machen? Wo ist Reiter 1? Ist der das? Na, der ist... Der ist da. Irgend so ein Riss. Kann er aber nicht, ne? Oder doch, kann er? Kann er nicht. Die Spritquelle. Spritquelle kann nur Feinde angreifen oder nichts machen. Okay, das ist alles gut soweit. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir Material kriegen. 47.000, da ist sogar was dazugekommen schon gerade. Ist nur die Frage, wie können wir das steuern, das Schiff hier, ne? Was sagt er denn hier alles? Das Schiff ist beschädigt, aber können keinen Erzschrott aufnehmen, dazu brauchst du Transporterblock, brauche ich dafür noch, ja, okay. Was habe ich denn hier für Waffen an Bord? Ich kann doch bestimmt hier auch selber abbauen, oder? Nee, das ist definitiv nicht so. Wäre auch komisch, ne? Hier sind Abwracker, ne? Nee, Bergbauer sind da auch bei. Auf 4 liegen die Bergbauer. Okay, dann sollten wir uns mal gerade selber ums Dingens kümmern. Ums Titan. Trinium. Vielleicht sehen wir hier gerade was. Da ist doch genug. Ach, da brauche ich gar nicht gucken. Dieses überall ist Trinium. Überall ist Trinium. So, jetzt müssen wir nur die 4. Ja, die 4 muss an sein. Zu weit weg, ne, sind wir nicht, jetzt ist passend. Ist nur die Frage, was habe ich hier für einen Laser drin? Kann der Trinium? Ja, muss er eigentlich, sonst. Lass uns lieber nochmal gucken. Ja, Sanon müsste alles können. Wie kann ich dem denn jetzt den Befehl geben? Baue hier das ab. Was ist das für ein Symbol jetzt hier? Ach so, dass die Höhe verstellen. Okay. Sehr schön. Aber ich würde jetzt gerne das abgebaut haben. Kann ich da jetzt was machen? Nicht wirklich, ne?
Autopilot. Alles reparieren kann ich nicht. Alles reparieren, Wachs verschrotten, Asteroiden abbauen. Da ist es doch. Macht er schon das richtig? Ich glaube schon, ne? Ja, macht er. Wunderbar, da haben wir die Aufgabe ihm erteilt. Er macht jetzt Wracks abbauen. Ne, nicht Wracks abbauen, ne? Asteroiden abbauen. Ach, guck mal an. Wir haben angeblich keinen Transporter, aber da sind doch kleine Einheiten, die das doch machen. Das verstehe ich jetzt nicht, ne? Das ist doch Verarsche auf Deutsch gesagt, oder? Leute, da ist noch ein Block, den müsst ihr noch abbauen. Ah, machen sie gerade. So, jetzt ist das alles weg. Was baut er jetzt ab? Okay, er fliegt weiter hoch. Ah, ist zum Glück auch trainieren. Okay, dann kriegen wir Trinium rein. Das sollte schon mal toll sein. Müssen nur mal gerade gucken, kann ich dabei gucken? Ja, kann ich bestimmt bei gucken. Naja. Ja, das dauert natürlich jetzt ewig, bis er das Trinium abbaut. Ich hoffe, dass irgendwer anders auch noch Trinium abbaut von meinen Schiffen. Und dann. Die bauen das da oben ab, bringt es aber nicht ins Schiff, so wie das aussieht. Kann das sein? Wo fliegt der jetzt hin? Okay, jetzt sammelt er ganz viel ein dadurch. Aber naja. Ist schon spannend zu sehen, wie der das macht, ne? Und jetzt ist, glaube er, hier am Abbauen. Er will abbauen, aber er kommt zu spät ausgerichtet. Weil in der Zeit haben die kleinen Jäger das, die Abbaujäger das gemacht, oder? Okay, da ist auch Trinium. Trinium-Erz erhalten, aha, okay. Ach so, da oben wäre es 48. Ja, wir müssten. Nee, wir können das hier im Frachtraum ja sehen. Was ist denn jetzt drinne? Trinium-Erz. 3082. Und wir haben ganz viele andere Sachen bei, wo ich gar nicht von wusste, dass wir die dabei haben. Und hier sieht man jetzt sehr schön den Balken wachsen, wenn er was aufsammelt, ne? Aber hier steht Titan erhalten und Titanerz erhalten steht da auch. Okay, wahrscheinlich sind die Jäger, die den Erz einsammeln und unsere Waffe ist das. Oder auch umgekehrt. Okay, na dann. Wo sind die Jäger jetzt? Da hinten. Na, jetzt gibt es nicht Training, jetzt gibt es noch nicht. Okay, ist aber auch egal. Wie viel haben wir? 48. Da müssen wir dann erst das Titanerz ja, einsammeln, beziehungsweise Premiumerz einsammeln nicht, sondern wir haben es ja schon eingesammelt, müssen das aber dann wegbringen an der Werft sozusagen, ja, an einer Ressourcendepot dann umwandeln. Aber das kriegen wir dann auch noch hin. Ich würde sagen, wir machen erst einen Cut. Der soll mal weitermachen, bis er voll ist. Dann fliegen wir zusammen Dingen, mache ich glaube offline alles und dann könnt ihr nachher sehen, wie es da voll ist, was wir dann haben und hoffen, dass wir dann unser Schiff reparieren können. Alles klar, dann sage ich mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.